Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Fortnite mit den Star Wars Skins und wir legen heute los mit dem guten alten Stormtrooper. Auf geht's! Okay, ich würde sagen, heute gehen wir mal zu Shifty Chef. Das ist ja auch so ein richtiger OG-Ort. Den gab es schon seit, quasi den Anfängen. Ach Leute, ich lande irgendwie richtig schlecht. Ich lande voll daneben, aber ich glaube immerhin, es kommt kein Gegner mit. Mein Glück im Unglück. Ach Mann, jetzt greifen mich auch noch irgendwelche Wölfe an. Oh, das ist ja überhaupt kein geiler Start. Leute, kriegen wir wenigstens irgendwo eine Waffe? Vielleicht in den Trucks drin, da ist ja manchmal eine Kiste oder so. Oh, was ist das denn für eine Kacke? Okay, wir haben immer ein Baumaterial. Können wir die irgendwie ausbauen? Weiche Wolf, weiche von mir. Greife die Holzplanken an. So, ich mach lieber mal die Tür zu. Hier liegt immer mal eine Kiste, da wird jetzt eine Waffe drin sein. Jetzt haben wir sie. Jetzt wird sich gerecht, Leute. Die Rache an den Wölfen. Jetzt kommt sie. Komm nur her, du. Oh Gott. Okay, der macht nicht so viel Schaden. Alles easy, gar kein Problem. Wo ist der andere hin? Ist hinter meiner Holzplanke? Tatsächlich. Hallo. Hallo da. So, und jetzt esse ich ihn erstmal auf. Lecker Holzfleisch. Hey, da ist noch einer. Deine Kollegen habe ich auch schon erledigt und jetzt bist du dran. So, Inventar sortiert. Jetzt kann's losgehen, Auftrag angenommen und ich würde sagen, wir nutzen erstmal den guten alten Truck. Juhu! Kleiner Unfall, gar kein Problem. Wir vergessen mal ganz schnell. Okay, wir fahren jetzt erstmal Richtung Gegner, Leute. Da vorne muss einer sein. Wir haben unseren Auftrag. Die Zombie-Frau. Ja, oh, da wird irgendwo fett geschossen. Okay, komm, wir bauen uns hier hoch. Wieso ist denn hier eigentlich so viel mehr los als bei der anderen Stelle? Ich lande bei Shifty, wo es eigentlich viel näher an der Flugroute war. Hier ist er direkt. Oh, mein Gott. Das ist die Zombie-Frau. Ja, nice, die haben wir. Ersten haben wir, da ist aber noch einer direkt hier neben mir. Irgendwo unten, oder was? Hallo? Da ist er. Der Mopsmann! Aber den haben wir auch. Warte mal, da war noch einer. Hier schießt irgendwo noch einer. Der muss hier hinten irgendwo... Da ist er, okay. Ach ey, Mann! Na gut, Das wird schon noch. Leute, es wird schon noch! Wo ist denn der? Ah, da. Aim, bitte! Aim, komm! Kommen Sie bitte! Danke! Okay, da ist er. Ich weiß auch nicht, manchmal veraim ich richtig, richtig übel mit dieser Waffe. Deswegen mag ich eigentlich die AK auch mehr. Aber die AK ist einfach gerade nicht so stark, habe ich den Eindruck. Können wir eigentlich erstmal ein bisschen Holz farmen und so. Ich bräuchte doch nochmal Blue Life auf der Tasche. Das wäre eigentlich ganz gut, oder? Machen uns jetzt erstmal auf den Weg in die Zone. Das ist ein neutraler Gegner, ne? Der macht da nichts, wenn ich da hingehe, ne? Da kann man, glaube ich, was mitnehmen und dann ist alles cool. Oh, der hat aber so eine dicke Tasche. Macht der wirklich nichts? Oh, doch, der macht was. Oh, der macht was. Ich dachte, die wären alle nett. IO-Wache. Da ist noch einer. Ich glaube, den mache ich lieber mit der SMG. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ich dachte irgendwie, die wären alle nett, die Gegner. Aber nee, okay. Oh, der hat sogar eine bessere. Aber jetzt die Supertruhe. Komm, schon irgendwas richtig Geiles los. Eine Sniper, die will ich eigentlich nicht. Naja, immer ein bisschen Blue Life, was ich haben wollte. Obwohl, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen was verloren. Oh, der Jumpert hier. Okay, wir machen uns auf jeden Fall jetzt in die Zone. Da hinten ist auch ein Drop. Vielleicht können wir da in die Richtung gehen. Das wäre ja gar nicht schlecht irgendwie. Obwohl, da sind Pömpler drin. Welche Granaten findet ihr denn eigentlich besser? Pömpler oder die normalen Granaten? Ich bin mir da immer echt unsicher. Okay, hier könnte es wieder Action... Warte mal, der Drop wurde geöffnet, ne? Der Drop wurde geöffnet. Hier könnten jetzt eigentlich irgendwo welche sein. Wir gehen mal in die Stadt rein. Aber hier war noch so eine Aufwertestation. Was bringt denn das? Oder wie viel kostet denn der Kram? 200 kostet das. Hier schwimmt einer. Das ist ein Mod, oder? Ah, endlich mal. Ja, hier kriegen wir eine blaue umsonst, ja. Besser als die Aufwertung. Das Aufwert ist ja super teuer. Oh, ein Hühnchen. Bleib stehen, Hühnchen. Ja! Oh, stopp, Hühnchen. Ich muss mal ganz kurz hier Blue Life holen. Okay, Hühnchen, du bist frei. Ich laufe ihm jetzt mal einfach mal hinterher. Guck mal, der führt mich einfach zu der nächsten Kiste. Das ist ja super. Das ist eigentlich das ganz kleine Gebiet, was ich hier noch nicht entdeckt habe. Das hatte ich noch nicht entdeckt, okay. Oh, das ist doch schon mal viel besser als mein alter Truck. Ach, Big Shieldy oder... Mein, jetzt finde ich auch noch zwei. Granate oder Big Shieldy? Ich glaube, ich nehme jetzt Big Shieldys mit. Das macht es mir auch mal schwierig hier, ey. Jetzt rein in die Karre. Oh yeah, das ist doch schon viel geiler als mein alter Truck. Woohoo! Alter, der fährt richtig langsam über den normalen Boden und nicht Straßen. Oh, guck mal, da ist ein feindliches Boot in der Nähe. Da ist das Boot, Leute.
Das Boot ist hier, aber wo ist der Spieler? Ich sehe auch nichts und höre auch nichts. Ha? Aha! Oh, oh! Treffen, treffen, treffen. Ja, perfekt. Und das war jetzt ja noch einer, oder? Das war ja nicht der Bot. Nee, das war noch einer. Mein Gott, Alter, mein Aim ist so daneben! Was macht denn der? Das ist auch ein Bot, oder? Jack Frax. Nee, natürlich nicht. Oh, Spider-Man kommt auch schon in mir. Warte, warte, warte. Wir machen jetzt den übelsten miesen Move. Jawohl, Spider-Man. Komm mal her. Oh, der lebt noch. Oh, der weiß, was er macht. Spider-Man, wir können darüber alles reden, oder? Haut ab. Haut ab. Ja. Yeah. Der ärgert sich. Ja, der wollte ja auch direkt meinen Loot wegklauen. Der wollte meinen Loot wegklauen. Wir heilen uns erstmal ganz kurz. Da kommt gleich der Nächste. Da kommt gleich der Nächste, Spider-Man. Der will auch den Loot. Auch die Loot. Warte, 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 warte. Mach hier auf und. Scheiße, scheiße. Es hat überhaupt nicht geklappt. da kann ich nicht raus editieren. Wo ist er? Ah, nochmal ein paar Hits mitgegeben. Was macht. Ah, der hat ein Jumppad gestellt. Das sollte eigentlich nicht nutzen im besten Fall. Ach, der haut jetzt so ab. Ah, das ist mein Gebiet. Hör bloß ab hier, Spider-Man. Ich will jetzt bloß irgendwie überhaupt nicht riskieren, ne? Bei drei Leuten ist es immer schwierig. Wenn ich jetzt von dem einen gepusht werde, kann der andere mies abstauben gehen. Oh, der steppt hier einer. Hier ist einer. Wieder. Der hat sich einfach die Sachen gemobst, der Spider-Man. So ein arschiger Spider-Man. Das gibt's ja gar nicht. Egal, wir bauen uns erstmal auf, Leute. Irgendwo ist hier noch einer Klaus neben mir. Irgendwo unten an der Straße, aber ich sehe ihn nicht. Na, der aimt da raus. Das sieht man schon. Da kriegen wir das hin. Ich guck mal, ob der direkt schießt. Ja, okay. Ja, das wird schwierig, Leute. Das wird schwierig. Der ist schon am Up-Aim. Jetzt ist die Frage, ich will halt bloß nicht die ganze Zeit wie er sitzen, weil wenn jetzt der andere mit dem Sniper-Schuss ihm jetzt den bösesten Headshot aus dem Universum gibt, na dann, gute Nacht. Pusht der? Nee. Komm mal her, du. Guck mal, was er macht. Was ist der andere? Der ist gerade im Busch gerannt. Meine Position halt doppelt blöd. Ah, das hat sich nicht gelohnt. Ich habe gute Heilung, das ist, von daher ist alles gut. Ich muss gleich rüber pushen zu ihm. Das macht mir nochmal so ein bisschen alles schwierig. Hä? Oder er pusht mich? Den verstehe ich nicht. Warum macht er das? Egal, wir müssen Jumppad nutzen. Wir haben ihn jetzt low. Jetzt geht er da rüber. Das ist eigentlich nur gut für mich. Jetzt haben wir einfach nur Positionen getauscht. Nein! Oh mein Gott, jetzt weiß ich, warum er das gemacht hat. Das ist, oh mein Gott, ist das Kacke an der Zipline. Ja. So. Mein Gott. Das hat er bestimmt auch nicht mit Absicht gemacht, der andere. Aber jetzt habe ich die deutlich bessere Position als er. Den ballern wir runter, den Typen. Den ballern wir sowas von runter. Yes! Der ist tot. Der ist an der Zone gestorben. So geht's auch. Okay, jetzt ist eigentlich der Buschboy, ne? Ich habe leider jetzt keine Granaten mehr. Ja, da war der Hit. Okay, der ist da noch drin. Oh fuck, 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 oh fuck. Das wird alles noch. Kein Problem, sage ich. Ja, wie viele Hits gehen denn da rein? Alles klar, dann ist er auf einmal nicht mehr im Busch oder was? Ja, da ist er, okay. Das gibt's doch gar nicht. Wie können denn da drei Hits reingehen und danach trifft einfach gar nichts mehr im Busch? Diese blöden Buschdinger. Er war doch da. Wie kann denn da manchmal so wenig reingehen? Jetzt holen wir ihn uns. Da ist er. Ja, da also. Besser ist es, dass der Buschboy nicht gewinnt. Der böse Spider-Man gewinnt nicht, der böse Buschboy gewinnt nicht. Haha, jetzt haben wir auch Spider-Man-Handschuhe. Jetzt bin ich der Böse. Wo willst du mich denn? Hier irgendwo? Ja, da ist gut. Wehe, ich sehe hässlich aus. Mir ist wohl entgangen, dass das mein Problem ist. Nice, mal wieder einen Sieg geholt. Das passiert eigentlich recht selten. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich bin sehr, sehr zufrieden.
Ich hoffe, ihr hattet alle ganz viel Spaß beim Zuschauen, denn damit war's das. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.